Wir haben mitgefiebert und heute ist es soweit, das Drumbo-Cup-Finale. Die besten 6 Jungsteams und die besten 4 Mädchenmannschaften spielen heute hier um den Titel. Die Stimmung hier in der Simmeringhalle ist jetzt schon der absolute Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall auf spannende Spiele, auf einen ereignisreichen Tag, tolle Ehrengäste und natürlich beste Unterhaltung. Hättet ihr geglaubt, dass ihr es ins Finale schafft? Nein, ehrlich gesagt nicht, aber wir haben uns natürlich sehr doll angestrengt, dass wir es schaffen. Über 300 Mannschaften und wir haben uns hier qualifiziert, also ist schon krass. Ich selber habe in den 90er Jahren beim Drumbo Cup mitgespielt und es ist natürlich ein wahnsinniges Erlebnis, dann bei den Finals hier in der Halle dabei sein zu können. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache und wir werden es immer unterstützen. Hier geht es natürlich heute um den Sieg, das ist klar für jede Mannschaft, aber eine soziale Komponente spielt ja auch mal mit rein. Wie wichtig ist das für die Kinder? Man sieht das auch heute hier beim großen Finale, dass eben die Mannschaften bezirksübergreifend angefeuert werden und nicht nur jeweils die Schule für sich fightet und kämpft. Genau. Also genau das macht den Drumbo Cup aus. Ein wichtiges Turnier für uns, weil wir noch nie im Finale waren und noch nie gewonnen haben. Und wir hoffen, dass wir diesmal Erster werden. Danke, unser Trainer. Bei den letzten 10 Sekunden, als die Ecke ausgeführt wurde, wusste ich, dass wir das jetzt holen. Ja, und dann haben wir es geschafft. Wir kommen zur großen Siegerehrung. Was war trotzdem die größte Stärke deiner Mannschaft? Also was sagst du jetzt, was hat dir im Turnier trotzdem gut gefallen? Also mir hat gefallen, dass wir nie aufgegeben haben, immer weiter gespielt haben und bis zum Ende gekämpft haben. Wollt ihr nächstes Jahr nochmal mitmachen? Wollt ihr wieder angreifen? Also wir sind jetzt in der 6. Klasse und wir sind also dann sind wir auf dem Gymnasium und da sind wir dann auf verschiedenen Schulen. Das bedeutet, wahrscheinlich werden wir dann nicht mehr zusammenspielen oder ins Finale kommen. Aber wir hoffen, wir spielen trotzdem zusammen noch weiter Fußball. Ja. Ihr habt es gerade geholt, ihr seid Erster geworden. Glückwunsch erstmal. Und wie fühlt man sich so als frisch gebackene Siegerin? Also es ist natürlich sehr schön, wenn wir morgen wieder in die Schule fahren und dann werden wir auch feiern nochmal in der Schule, weil es das erste Mal ist, dass wir Sieger wurden. Das war's mit dem 46. Drumbo Cup 2020. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viele spannende Spiele gesehen und bis zum nächsten Mal.